Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In dem Video möchte ich euch heute zeigen, wie man Eibe zurückschneiden kann. Ihr könnt hier meinen Busch sehen, der ist ungefähr so groß wie ich, vielleicht ein bisschen höher, also über 1,80 Meter groß. Und ich zeige euch jetzt in einem nachfolgenden Video, wie ihr diesen Busch hier richtig zurückschneiden könnt. Ja, ich werde meine Eibe hier mit so einer Heckenschere zurückschneiden. Hier könnt ihr meine Heckenschere sehen. Damit kann ich ca. fingerdicke Äste durchschneiden, auch meinen Finger. Von daher sollte ich natürlich aufpassen, dass das nicht passiert. Das Ganze läuft hier über Kabel, ist also nicht mit Akku. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man das Kabel nicht durchtrennt. Wenn ich dickere Äste habe, kann ich hier diese Heckenschere nehmen. Ich glaube aber, das wird hier bei meiner Eibe nicht der Fall sein. Von daher reicht es mit Sicherheit aus, wenn ich die elektrische Schere nehme. Ansonsten habe ich mir hier noch eine Decke hingespannt. Das mache ich dafür, damit hier, ihr könnt es schon so ein bisschen sehen, die Grünrückstände da gleich drauf fallen. Dann brauche ich das nicht fegen oder irgendwo nachher aufsammeln. Dann kann ich das nachher ganz einfach in den Hänger einladen und dann auch wegbringen. Ich schneide die Eibe jetzt erstmal von unten nach oben ab. Werde da ungefähr, ja, ich denke mal so viel von abnehmen. Das heißt, dass sie ungefähr nachher bündig hier mit dem Pfosten, den man so ein Stück im Video noch sehen kann, abschließt. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Danach werde ich dann oben weitermachen. Also ringsherum noch so ein bisschen zurückschneiden. Das Ganze soll nachher viereckig aussehen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Und wie ihr sehen könnt, ist meine Decke mitgewandert. Der ganze Rückschnitt ist hier auf der Decke gelandet und nicht auf meinem Hof oder auf der Straße. Auch hier zum Beispiel beim Nachbarn, wenn er so ein Kiesbeet hat, lassen sich die Rückstände immer schwer rausholen. Man möchte keinen Ärger haben. Von daher würde ich euch empfehlen, immer eine Decke oder eine Folie drunter zu legen. Ihr spart euch so das Aufkehren des Rückschnittes und könnt es jetzt einfach so entweder eine grüne Tonne geben, auf den Kompost oder im Hänger tun und wegbringen. Das spart einfach eine Menge Zeit, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, den Trick mit so einer Decke. Ja, jetzt fängt es auch an zu regnen, aber genau pünktlich werde ich fertig. Also werde ich wahrscheinlich jetzt nicht so dolle nass werden. Ihr habt gesehen, wie man so eine Eibe ganz einfach zurückschneiden kann. Ich habe das alles hier mit der Heckenschere gemacht, die leider ein bisschen stumpf ist. Ihr habt das vielleicht gemerkt. Die werde ich also mal schärfen lassen, damit ich hier nicht so an dem Baum rumzerren muss, damit der Schnitt dann auch etwas sauberer ist. Darauf sollte man eigentlich achten. Habe ich hier in dem Fall jetzt leider nicht gemacht. Beim nächsten Mal ist das wieder der Fall. Ich werde jetzt hier so die losen Rückschnitte, die sich im Baum verfangen haben, noch entfernen, alles noch aufräumen und dann bin ich auch soweit fertig. Ja, der beste Zeitpunkt, um die Eibe zurückzuschneiden, ist so im März. Man sollte es dann aber auch bis März ungefähr erledigt haben. Dann fangen irgendwann die Vögel an, da drin zu nisten oder holen sich auch aus dem losen Material, was hier drin ist, ein bisschen Baumaterial für ihr Nest. Da solltet ihr also Rücksicht drauf nehmen. Alternativ könnt ihr das aber auch im Herbst zurückschneiden, das geht also auch. Das bleibt euch selber überlassen. Aber wenn ihr es im Frühjahr macht, achtet darauf, dass ihr das so Anfang Mitte März dann auch erledigt habt, damit halt die Vögel in Ruhe auch da drin nisten. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren, dazu einfach hier auf den Abo-Button drücken und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!